Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Format. Ich habe richtig Bock auf Rocket League und deshalb habe ich gedacht, mache ich doch mal ein kleines Rocket League Format, das auch längerfristig weiterläuft. Und zwar will ich unbedingt, was heißt unbedingt, will ich den Rang Rising Star erreichen. Da sind die ganzen Ränge und aufsteigender Stern heißt es auf Deutsch. Das wäre so ungefähr mein Ziel. Das ist ein bisschen ambitioniert, weil ich bisher maximal Challenger Elite war in meiner Hochzeit von Rocket League. Wir wollen 2 gegen 2 Modus spielen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits bin ich im 2 gegen 2 noch nicht gerankt, das heißt, wir können frisch einsteigen. 8 Matches habe ich schon gemacht und jetzt kommen dann die letzten 2 Placement Matches, wo ich dann einsortiert werde in der Rangliste. Der zweite Grund ist aber, ihr könnt mitspielen, wenn ihr Bock habt. Schreibt einfach mal einen Kommentar und dann komme ich auf euch zu, falls es gerade mit den Aufnahmezeiten und so weiter passt. Jo, ich werde jetzt während dem Spiel wahrscheinlich nicht allzu viel kommentieren können, weil ich mich aufs Spiel konzentrieren will. Aber ich werde es dann dementsprechend, je nachdem wie spannend es gerade ist, zusammenschneiden, dass es halt passt und nicht ganz so langweilig ist. Die ersten Matches werden mir hoffentlich vielleicht relativ leicht fallen. Und dann schauen wir mal weiter, wie ich das mache. Ihr könnt auch gerne drunter schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr es lieber zusammengeschnitten wollt oder ob ihr es lieber am Stück sehen wollt. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an mit dem 9. von 10 Placement Matches. Und los geht das erste Match. Ich habe schon lang kein 2 gegen 2 mehr gespielt. Oh Gott. Ich fahre gerade noch ein bisschen planlos durch die Gegend. Das mit dem Rotation-System habe ich noch nicht ganz drauf. Die Map ist natürlich auch nicht gerade einer meiner Favoriten. Ich mag eigentlich die Standard-Maps am liebsten. Oh, da haben sie einen Fehler gemacht, da haben sie einen Fehler gemacht. Komm schon. Ja! Ein wenig glücklich, dass der den noch reinmacht. Aber nehme ich mit. Wir haben dadurch, dass jetzt... Oh Gott, komm, geh weg. Dadurch, dass ich noch nicht gerankt bin, natürlich auch nicht gerade die besten Gegner. Ach Gott, das war richtig kacke gespielt. Ich fange gerade an, mich so ein bisschen in die Aerials reinzuarbeiten. Für alle, die es nicht wissen, Aerials sind so Schüsse, die man aus der Luft, quasi Volleys, vollführt. Und da komme ich gerade so einigermaßen rein, die zu mastern. Also, was heißt zu mastern? Ich fange gerade an, das zu lernen. Weil es ab einem bestimmten Skill-Level eigentlich nicht mehr ohne geht. Ich muss mal ein bisschen weniger labern. Ich komme nämlich jetzt gerade gar nicht mehr klar. Ja, kaum sage ich es eh. Nicht gut. Gar nicht gut. Komm schon, Kollege. Schade. Ja, das Problem, das ich gerade noch ein bisschen habe, ist, dass ich die Aerials gerade, da ich mich gerade da so ein bisschen reinarbeite, viel zu oft einsetze. Puh. Aber zum Glück ist mein Mitspieler nicht allzu schlecht. Das ist nämlich so der Knackpunkt bei den Aerials. Die sind sehr nützlich, aber auch sehr gefährlich, wenn man sie zum falschen Zeitpunkt einsetzt oder wenn man sie noch nicht drauf hat. Okay. Erstes Placement-Match gewonnen. Nicht gerade ruhmreich. Aber den Sieg nehme ich mit. Puh.
Okay, los geht's. Oh nein, ein Meister, ein Experte dabei. Das sieht doch schon mal sehr vielversprechend aus. Aber dafür jetzt diesmal auf einer richtigen Map. Oh Gott, ey. Schade. Puh, da habe ich Glück gehabt. Ihr seht. Nein, nein. Oh. Ja, das war komplett mein Fehler. Dass ich da so dumm durchflieg. Uff, und ich habe gerade riesig Glück, dass ich so einen guten Teammate habe. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die vorherigen Matches, die vorherigen Placement-Matches abgeschlossen habe. Deshalb bin ich sehr gespannt, wo wir eingestuft werden. Ich habe aber generell das Gefühl, jetzt wo ich auch in den letzten Tagen viel 3 gegen 3 gespielt habe, dass so das allgemeine Skill-Level in der Rocket League-Community ziemlich hochgegangen ist. Zumindest auf den Challenger-Rängen. Ja, auf den Challenger-Rängen sind immer bessere Spieler unterwegs. Sieht man, oder? Puh, ey. Und ich komme bei den Typen noch nicht wirklich zum Zug. Ja, da habt ihr es gesehen. Da hätte ich eigentlich nicht mehr hochgehen dürfen, weil ich eh schon viel zu spät dran war und dann fliege ich noch drüber. Jo, das war jetzt grandios verloren. Was? Challenger 2? Okay, ich glaube, ich habe die ersten Matches ziemlich gut gespielt. Das ist irgendwie auch gerade noch ultra die Umgewöhnung, da ich ja jetzt hier mit so einem Greenscreen arbeite, die ganze Zeit hier Scheinwerfer in die Fresse geballert zu bekommen. Normalerweise spiele ich nicht in so einer Helligkeit. Zumindest nicht so spät abends. So. Das erste richtige Match auf unserem Rang. Oh Gott. Ich muss erstmal wieder komplett in die Rotation von 2 gegen 2 reinkommen. Oh Gott. Komm schon, den kriegst du. Ja, schön. So ein Mate habe ich gern. Ja, da sind wir durch. Komm, mach ihn. Ist deiner. Puh. Ich hätte nicht gedacht, dass es auf Challenger 2 so gut läuft. Oh shit. Das ist halt das Problem beim 2 gegen 2. Da muss man sehr schnell umschalten. Oh Gott! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn das? Komm, der geht rein. Ja. Bisschen glücklich. Oh Gott. Komm schon, mach ihn.
Ja. Da habe ich mich verdribbelt, könnte man sagen. Huh! Und direkt eine Liga rauf. So gefällt mir das. Aber wir werden, glaube ich, bald noch auf die Schnauze bekommen. Ich habe 2 Tore gemacht. Kam mir eher vor wie ein glückliches. Ich glaube, es waren 2 glückliche. Ich speichere mir das Replay mal. So, zweites Match auf Challenger 2. Ah, bringt er den noch rein? Ja, aber ich stand so weit vorne. Deshalb wieder Rückwärtsgang. Yes! Ah, ich glaube, so langsam geht was. So langsam geht was. Und Nummer 2. Ach, war gar nicht ich. Naja. Ah, schade. Schön geblockt. Und jetzt sind wir natürlich komplett offen. Und das nutzen sie direkt aus. Hätte ich versuchen können ranzugehen, aber ich hatte kaum Boost. Hätte wahrscheinlich noch gereicht, aber ich weiß nicht. So zielsicher bin ich noch nicht. Das ist das Problem. Ich versuche oft von der Ecke aus direkt aufs Tor zu gehen, was eigentlich keinen Sinn macht. Zumindest selten, wenn der Ball nicht irgendwie glücklich kommt. Ah. Schön. Das war jetzt ein gutes Beispiel für manchmal auch einfach nicht zum Ball gehen. Zum Beispiel, wenn er aufs gegnerische Tor zufliegt. Oh oh. Ich muss sagen, mein Mitspieler macht einen guten Job. Komm schon, den hast du? Ja. Puh. Ja, so im Rückwärtsgang verteidigen, das kann ich nur nicht. Das kann ich echt noch gar nicht. Ja. Schade. Puh. Und Challenger 2 Liga, was war's? 3? 4? Läuft doch. So, noch ein Match. Ich weiß nicht, wie lange mein Akku noch hält. Er zeigt nur noch einen Balken an. Das heißt, wenn jetzt gleich die Cam ausfällt, wisst ihr warum. Und der Greenscreen, beziehungsweise die Lampen hier machen auch gut. Nicht nur hell, sondern auch warm. Okay. Bin mit dem Wagen eigentlich bisher ziemlich zufrieden. Mit dem Dominus. Hat eine gute Wendegeschwindigkeit. Hat aber vor allem auch eine große Fläche. Oh. Das war dumm. Das war dumm. Der ist drin. Nein. Och, Kollege. Ja, war mein Fehler, dass ich da so dumm wegspringe. Aber da hat er auch ein bisschen weiter zurückstehen können. Ach, und wieder geht er hoch. Ich muss da ein bisschen besser drauf hören. Aber wir sind jetzt, glaube ich, gerade fast zeitgleich abgehoben. Ach, ja. Das war auch nicht so gut in der Defense im Rückwärtsgang. Schade. Da muss ich mich eigentlich meistens drauf verlassen, aber das muss ich auch mal noch ändern. Das geht eigentlich nicht an. Oh Gott, oh Gott.
Der war reingegangen. Oh Gott, und da springe ich total behin. Das wollte ich nicht sagen. Total. Ihr seht's ja selber. Unangebracht. Möchte man behaupten. Yes! Ich muss sagen, ich trage gerade nicht viel zum Spiel bei, aber Hauptsache wir gewinnen noch. Ja, komm, bring ihn rein, bring ihn rein, bring ihn rein. Oh. Jetzt. Ja! Ausgleich. Der war wichtig. Ja, natürlich gibt es jetzt eine Verlängerung, kurz bevor der Kamera-Akku leer ist. Wann auch sonst. Ja! Schlecht. So, und wir sehen uns beim nächsten Match wieder. Der Akku wieder voll ist. Oh. Oh, und eine Liga rauf. Wir sind sogar schon bald Challenger 3. Vielleicht habe ich mein Ziel doch ein wenig zu niedrig gesteckt. Wir werden sehen.